Zu den bekannten Silberlingen wurde von der DB eine größere Anzahl an Steuerwagen bestellt. Diese unterscheiden sich durch zusätzliche Fenster und ein Gepäckabteil von den Zweite-Klasse-Wagen. Bei weiteren Serien wurden reine Steuerwagen geordert, die nun einen regulären Führerstand besaßen. Die Kopfform dieser Steuerwagen erhielt nach dem für den Umbau zuständigen Ausbesserungswerk die Bezeichnung Karlsruher Kopf. Da diese Steuerwagen in den 1990er Jahren nicht mehr zeitgemäß ausgestattet waren, wurde vom RAW Wittenberge ein neuer, modularer Führerstand aus dem DB-Einheitsführerstand der Baureihe 111 entwickelt. Dieser erhielt schnell den Namen Wittenberger Kopf. Technisch ist der Betrieb mit E- und Dieselloks möglich. Durch die seitenselektive Türsteuerung werden die Steuerwagen oftmals auch in Kombination mit Doppelstockwagen eingesetzt. Der Wittenberger Steuerwagen auf Basis eines N-Wagens erscheint als Formneuheit in detaillierter und filigraner Ausführung des Pico-Expert-Sortiments. Das in maßstäblicher Länge umgesetzte Modell überzeugt wie gewohnt durch feinste Lackierung und Bedruckung mit stimmigen Farben und Beschriftungen der DB AG. Viele Details wurden als separat angesetzte Teile umgesetzt, darunter unter anderem die Scheibenwischer, Stromkupplungen, Heizleitungen, UIC-Steckdosen, Bremsschläuche, Kupplungshaken und Sandfallrohre. Die Luftkessel, Schwingungsdämpfer, Bremsstellhebel und die Schmierbehälter an den scharf gravierten Drehgestellen sind ebenfalls als besondere Highlights vorhanden. Das Pico-Expert-Modell weist keine sichtbaren Formtrennkanten auf und stellt so eine echte Attraktion auf jeder Anlage dar. Neben der realistischen Optik begeistert das Pico-Expert-Modell mit zahlreichen attraktiven Beleuchtungsfunktionen. Die nachrüstbare Innenbeleuchtung, die Führerstandsbeleuchtung sowie die Zugzielanzeige können in Kombination mit einem Funktionsdecoder digital geschaltet werden. Der Wagen verfügt außerdem über Fernlicht, einen fahrtrichtungsabhängigen Lichtwechsel weiß-rot und eine innovative Führerpultbeleuchtung. Mit den verkehrsroten N-Wagen und den vielgelobten Loks der Baureihen 111, 143, 245 und 147 aus dem Pico-Expert-Sortiment können passende Zuggarnituren der DB AG nachgebildet werden. Mit dem neu konstruierten Steuerwagen mit Wittenberger Kopf stellt Pico erstmals einen N-Wagen in dieser Ausführung zur Verfügung. Vor allem Modellbahnfreunde moderner Epochen werden begeistert sein. Das maßstäbliche und detailverliebte Fahrzeug überzeugt in allen Bereichen und verspricht langanhaltenden Spielspaß. Das Pico-Expert-Modell ist ab Oktober 2019 in folgenden Varianten im Fachhandel und im Pico-Webshop erhältlich.